Wer kennt sie nicht, die Kult-Motorroller aus Italien? Also wir haben heute das 25-jährige Jubiläum vom Vespa Club Waldham. Wir haben 170 Fahrzeuge da. Und diese kommen aus vier Nationen, wobei der am weitest angereiste 350 Kilometer zurücklegte. Die Fahrt hatte zwei Tage gedauert, aus Prag bis hier, bis Altheim. Und warum? Weil Vespa Spaß machte. Und seine Vespa ist nicht mehr die neueste. Es ist 42 Jahre alt, es ist eine Vespa 125 DS, aber von dem 77. Die meisten der hier angereisten Vespas sind bereits ältere Modelle und restauriert, wobei man einigen die Restauration nicht ankennt. Das ist auch ein wenig so eine Glaubensfrage mittlerweile. Also früher hat man eigentlich immer alles zu Tode restauriert, da hat es geheißen, schöner bin ich. Mittlerweile ist es so, dass man eigentlich schaut, dass man gute Originalzustände kriegt, also unrestaurierte Fahrzeuge. Oder wenn man es restauriert, dann sollte man es so restaurieren, wie es vom Werk gekommen sind. Das heißt nicht überrestaurieren, sondern den Lackton so erwischen, den Chroma so machen, aber man sollte nicht da überdimensionierte Sachen produzieren, weil das gefällt die Leute nicht mehr ganz so. Die Wiederbelebung kann schon einmal etwas länger dauern. 20 Jahre lang zusammengesammelt das Fahrzeug und 1993 angefangen mit dem Vergaser und dann alles in Einzelteilen zusammengesucht und vor, was war es, drei Jahre 2015 war es dann fertig, angemeldet, reingefahren, eine Glocke und auf damit. Was ist das Faszinierende an der Vespa? Vespa-Fahren bedeutet Tradition. Ich mache das schon sehr, sehr lange. Ich mache das jetzt seit 26 Jahren. Es ist mein großes Hobby. Es geht von Restaurieren bis Reisen, bis Leute kennenlernen, Vespa-Sport und auch halt vereinsmäßig Koordination. Vespa-Fahren ist in und es gibt in ganz Österreich Vespa-Clubs. Im Dachverband sind momentan 50 Clubs organisiert in ganz Österreich mit knapp unter 1000 Mitgliedern. Prämiert wird neben der weitesten Anreise und der ältesten Vespa auch der Club mit den meisten mitgereisten Mitgliedern. Wir sind ca. 20 Mädels und es gibt uns seit ca. 3 Jahren. Ja, wir versuchen, dass wir hin und wieder gemeinsam ausfahren. Der Höhepunkt ist ein Corso mit Fototermin im Schloss Frauenstein und anschließend wird noch lange gefeiert.